Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal nicht um einen neuen Umbau, den ich hier am Auto vornehme, sondern um eine Reparatur. Und zwar um die Reparatur der Einparkhilfe, auch PDC genannt. Die ist bei diesem Fahrzeug hier seit dem Kauf defekt, wahrscheinlich auch schon lange davor, nicht mehr einsatzbereit. Und deswegen habe ich mir neue PDC-Sensoren gekauft und die werde ich jetzt mal einbauen. Und ich denke, das Video ist auch eine Hilfestellung für viele Leute, die einen Discovery 3 besitzen. Denn das ist bei vielen Fahrzeugen einfach der Fall, dass diese Sensoren einfach mit der Zeit nicht mehr funktionieren, einfach verdrecken und deswegen dann keine Einparkhilfe mehr zur Verfügung steht. Und wie ihr das jetzt Schritt für Schritt bei eurem Discovery 3 wieder reparieren könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Der Discovery hat insgesamt 8 PDC-Sensoren, 4 vorne und 4 hinten. Und ich dachte mir, ich tausche direkt alle, damit dann nicht in der nächsten Zeit doch noch einer kaputt geht und ich das Ganze dann nochmal ausbauen muss. Die kommen in so kleinen Pappschächtelchen. So sehen die aus. Das hier wäre jetzt für hinten, meine ich. Genau. Als allererstes werde ich jetzt mal die hintere Stoßstange ausbauen und das werde ich euch auch alles Schritt für Schritt zeigen. Und wo man da am besten anfängt, ist auch alles ganz easy, braucht man auch nur wenige Werkzeuge für und da fangen wir jetzt mal an. Als erstes müssen wir mal die Rückleuchten entfernen, dafür öffnen wir einfach die Heckklappe komplett und werden dann hier diese Kreuzschrauben rausschrauben. So, die Rückleuchten können dann ganz einfach rausgedrückt werden. So, fangt dann am besten hier unten an und geht dann mit den Fingern hier einmal drum herum. Schon habt ihr sie draußen. Dann müsst ihr nur noch den Hauptstecker entfernen. Und das Ganze macht ihr natürlich dann auch noch mit der anderen Rückleuchte. Als nächstes müssen auf beiden Seiten von der Stoßstange diese 10er Schrauben gelöst werden. Dazu benötigt ihr eine Ratsche und einen 10 mm Aufsatz. Ja, und dann könnt ihr das Ganze auch schon abschrauben. Als nächstes müssen diese Radhausverkleidungen runter. Hier sind dann einige Schrauben im Radhaus drin. Bei mir ist es jetzt gerade ein bisschen dreckig, aber diese Schrauben befinden sich hier unter diesen Abdeckungen. Einmal hier komplett ringsherum. Ich glaube, das sind insgesamt auf jeder Seite 5 von diesen Schrauben. Und diese hier muss dann auch noch raus und dann kann man die Radhausverschalung einmal rausklippen, weil die auch noch mit Clips gesichert ist und das werde ich jetzt mal rausschrauben. Habt ihr dann alle Schrauben gelöst und alle Clips, könnt ihr die Verschalung dann ganz einfach rausklippen. Das ging jetzt schneller als gedacht. So, schon ist sie draußen. Ja, ich muss dann mal schauen und abgleichen, ob hier die Clips noch in Ordnung sind. Ansonsten lohnt es sich auch direkt, diese auszusetzen. Bei mir sind die aber alle noch intakt. Beide Radhausschalen sind jetzt gelöst. Jetzt gibt es noch so ein paar versteckte Clips. Einmal hier unter der Heckklappe. Ist jetzt gerade ein bisschen schwer zu zeigen. Hier
Bei mir sind es jetzt nur noch zwei. Ansonsten ist hier noch einer und außen dann halt auf beiden Seiten. Also diese hier. Die müssen jetzt auch noch rausgeholt werden. Jetzt befinden sich hier unter der Stoßstange nochmal vier Kreuzschlitzschrauben. Und die müssen jetzt auch noch gelöst werden. An beiden Seiten ist jetzt noch hier drunter eine Kreuzschlitzschraube und das gleiche Spiel auf der anderen Seite auch. So, jetzt muss noch diese Verkleidung hier abgenommen werden. Dazu einfach die Schlitzschrauben einmal um, ich glaube, 90 Grad drehen, damit die dann in diese Position kommen, dass diese Widerhaken dann nicht mehr halten können und dann könnt ihr die auch einfach rausnehmen. So, im Prinzip könnt ihr jetzt schon anfangen, die Stoßstange auszubauen. Alles Nötige dafür entfernt. Das Ganze ist hier oben eingeklinkt. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchte ich euch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und das ist heute TrueNight. Diese haben mir die TrueNight T2 zur Verfügung gestellt. Die T2 ist eine leuchtstarke Handtaschenlampe mit bis zu 3760 Lumen und 158 Meter Reichweite. Sie verfügt über 5 verschiedene Helligkeitsstufen und einen Strobe-Modus, der für die Selbstverteidigung geeignet ist. Die Lampe ist außerdem sehr robust und dank USB-C auch sehr schnell wieder aufgeladen. Schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung, dort habe ich euch die Lampe verlinkt. So, und ich würde sagen, jetzt geht's auch direkt weiter mit dem Video. Man da ein bisschen dran rütteln. Diese Widerhaken hier einmal ringsherum sind ein bisschen tricky, aber wenn ihr das gelöst habt, dann kommt ihr eigentlich von selber raus. Das gleiche müssen wir jetzt von der anderen Seite auch noch machen. So. Kabel sind an dieser Seite. Das ist einmal dieses hier. Schon ist die Heckstoßstange ausgebaut. Ja, ihr werdet wahrscheinlich sehen, dass hier extrem viel Dreck drunter ist. Und auch in der Stoßstange selbst, den macht ihr natürlich weg, macht das schön sauber. Und hier seht ihr dann auch, dass hier so eine Styroporverkleidung drin ist. Bei manchen fällt die raus, wenn ihr das ausbaut. Also achtet darauf, wie die drin ist, weil wenn ihr das dann nachher nicht mehr wisst, dann denkt ihr, hä, wie rum kommt die jetzt rein? weil die ist sehr wichtig für den Einbau dann später wieder. Genau. Ja, ich werde das Ganze jetzt hier mal ein bisschen säubern und dann werde ich die PDC-Sensoren tauschen. Mir mal die Kabel angucken und so. Und hoffentlich alle gut wechseln können. 4 Stück sind es ja. Beim Ausbau gibt es jetzt einen kleinen Trick. Und zwar sind hier diese Widerhaken. Die müsst ihr nach hinten schieben, dann mit dem Finger festhalten und hier von unten mit dem Schraubendreher dann nach oben drücken. So, und das müsst ihr bei allen machen und die rausholen. Ich habe jetzt alle rausbekommen und guckt euch das mal an, das ist einfach zerbrochen. Ich weiß nicht, ob es schon so war, aber kein Wunder, dass das nicht mehr funktioniert hat. Und hier sind einfach, also hier war einfach ein
PTC-Sensor von vorne verbaut. Also, ich weiß nicht, was das soll. Das sind die neuen, die kommen dann vorne rein. Und das hier ist einer von hinten. So, und das hier sind die neuen für hinten. Vier Stück. Sehen dann auch genauso aus wie die ausgebauten, bis auf die Plastikverschalung. Das sind auch keine Originalen. Originale kosten ein Vermögen. Deswegen habe ich mich für diese hier entschieden. Die kosten auch schon, ich glaube, 70 Euro. Alle zusammen, also 8 Stück. Ja, also ich werde hier nicht hunderte von Euro nur für die PTC-Sensoren ausgeben. Das sehe ich überhaupt nicht ein, nur weil die von Land Rover kommen. Nur weil da eine Land Rover draufsteht. Deswegen versuchen wir es jetzt mit denen hier. Und jetzt werde ich die hier wieder einzeln einbauen. Und dann werden wir mal testen, ob das hier funktioniert. Ich werde die jetzt einfach so wieder einbauen, wie die auch drin waren. Also ich habe hier zwei mit dieser Plastikverschalung und zwei, also mit der durchsichtigen oder milchfarbenen. Und zwei mit der schwarzen. Die schwarzen packe ich nach innen und die milchfarbenen nach außen, so wie es auch war. Jedenfalls waren diese hier außen. Davon habe ich zwar drei, aber okay. Und dieser eine hier, der war in der Mitte mit. Deswegen packe ich diese jetzt nach außen und die anderen nach innen. So. Achtet dann darauf, dass dieser Pnöppel hier auf der richtigen Seite ist. In dem Fall so rum. Zack, schon drin. Dann guckt ihr natürlich das Kabel an. Wie sieht das aus? Ist das irgendwie verschmutzt oder so? Und guckt dann, in welche Richtung das hier drauf kommt. In dem Fall so rum. Lasst das Ganze dann auch einklinken. Gut, die neuen Sensoren sind drin. Sieht aus wie vorher. Angeschlossen ist es. Ich werde jetzt alles erstmal wieder zurückbauen und dann werde ich mal versuchen, ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Nachdem ich die ganzen Verkleidungen wieder zurückgebaut habe, wollte ich natürlich dann direkt testen, ob das Ganze etwas gebracht hat. Ich hatte ja auch einen Sensor dabei, der einfach gebrochen war in der Mitte und ich denke auch, das war der kaputte Sensor. Jetzt funktioniert das PDC wieder, allerdings funktionierte es direkt danach. Nach dem Zusammenbau noch nicht. Es musste noch der Fehler aus dem Fehlerspeicher gelöscht werden. Und jetzt funktioniert das PDC einwandfrei, auch vorne. Vorne war also kein Sensor defekt, nur hinten. Und das werde ich euch jetzt auch einmal kurz vorführen. Jetzt ist es auch eingeschaltet und es blinkt auch nicht mehr. Vorher hat es nämlich immer geblinkt. Und das bedeutet halt, dass das Ganze defekt ist. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ah, okay, das war jetzt ganz schön spät. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Sensoren eventuell ein bisschen eingefroren sind. Ich versuche vorne nochmal. Ja, okay. Es piept auf jeden Fall, aber natürlich viel zu spät. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Sensoren eingefroren sind. Also letztes Mal funktionierte es ohne Probleme. Und ich kann das Ganze hier auch manuell steuern, also an- und ausmachen, wenn ich es haben möchte. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das PDC jetzt wieder funktioniert bei mir. Ich hoffe auch, das Video war eine Hilfestellung für euch. Und ich denke auch, dass es bei anderen Autos ungefähr genauso funktionieren wird. Also erstmal alle Sensoren entweder durch diese Klopftechnik checken oder einmal auswechseln, dann die Fehlerspeicher löschen und dann sollte das Ganze eigentlich wieder funktionieren. Ich dachte auch, ich mache ein einzelnes Video darüber, dann kann ich euch das Ganze komplett ausführlich zeigen und die Leute, die dieses Problem haben, finden das Video auch viel einfacher. Im nächsten Video geht es dann auch schon direkt mit dem Umbau von meinem Land Rover Discovery 3 weiter. Da hat sich auch schon wieder einiges getan. Ich kann euch viele verschiedene Dinge zeigen und auch etwas, was noch nicht ganz funktioniert. Aber da werde ich dann im nächsten Video drauf eingehen. Und ja, vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr das Video bis hierher geschaut habt. Und gebt gerne euer Feedback in die Kommentare, wenn ihr noch eine Frage habt.
schreibt es mir unten rein. Ansonsten danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.